Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7 Minutes Calls. Episode Nummer 102 ist heute am Start und wir sind wieder richtig, ja, episch darauf, hier ordentlich ein Team zu bauen. Wenn es euch gefällt, lasst doch bitte einen Daumen nach oben, damit wir 1000 schaffen, wäre das richtig, richtig nice, denn ich starte jetzt quasi eine Inception von einer Serie in der Serie. Aber dazu gleich mehr. Wenn ihr Coins braucht, schaut bei Random vorbei. Link ist in der Videobeschreibung, gibt es momentan relativ günstig und ihr könnt mich damit unterstützen, was mich wirklich sehr freuen würde. Link zu Tobi bzw. Facebook ist ebenfalls in der Beschreibung und ich habe mir überlegt, wir haben ja jetzt Yasin Chikawi letzte Episode eingebaut. Chikawi! Und der ist ein 5-Star-Skill. Und ich dachte mir, weil wir ja quasi die Quaresma-Skill-Show abgebrochen haben, warum sollten wir nicht eventuell mal ein Team um jeden einzelnen 5-Star-Skiller bauen? Ich weiß, euch wird es langsam langweilig und deswegen will ich das halt, finde ich halt immer so schlecht, wenn wir das mal machen würden. Denn, ja, die ganzen Fall. Okay, Pelé vielleicht nicht, ja, das ist klar. Aber sonst ist das eigentlich relativ nice, weil wir viele Five-Star-Skiller haben, die eventuell normalerweise nicht so oft eingebaut werden und die auch relativ schwer zu verlinken sind, wo interessante Teams mal rauskommen können. Und deswegen würden wir heute direkt mal anfangen. Ich habe allerdings keine Ahnung, welches der niedrig geratete 5-Star-Skiller ist. Ich glaube aber, es müsste Nadia Chivchi sein. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Nicht niedrig, sondern Nadir Chivchi. Da ist er. Er hat ein 68er-Rating. Ich werde mal eben nachgucken. Ja, Sekunde. Der niedrigst bewertete 5-Star-Skiller ist natürlich wieder Martinez, allerdings haben wir den ja schon in der Serie abgehandelt, deswegen machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben quasi. Und zwar ist dann der nächste Kelvin vom FC Porto und dementsprechend suchen wir den jetzt mal und schauen mal nach. Kostet ein bisschen was, aber ich habe noch im Verein lustigerweise. Läuft auf jeden Fall. Das wird also der Spieler sein, um den wir diese Episode ein Team bauen werden. Dazu suchen wir uns jetzt noch einen raus natürlich. Und ihr schreibt mir bitte in die Kommentare, beziehungsweise ich sehe es ja auch an dem Like-Dislike-Verhältnis, ob ihr das feiert oder nicht. Aber mich würde es eigentlich freuen, weil das eigentlich, finde ich, eine coole Idee ist. Wir können natürlich Schulz einbauen, ne? So ist ja nicht. Weil wenn wir schon Silberspieler haben, können wir mal ein Silber-Team bauen eigentlich. Machen wir mal. Machen wir mal. Warum nicht? Warum nicht? So. Welche Formation nehmen wir? Das würfeln wir jetzt aus. Am besten natürlich einen mit dem Flügelspieler, das ist ganz klar, weil er ist halt Flügelspieler und dementsprechend kann ich jetzt eigentlich mal wieder auf den Timer gehen hier. So. Ja, gut, von mir aus. Von mir aus 5-2-2-1. Bisschen blöd eigentlich, aber naja, von mir aus. So, Kelvin, alles klar. Dann noch Schulz in die Innenverteidigung. So, Schulz. Nicht Nico, Christian, genau. So. Und dann gehen wir auf den Transfermarkt. Und starten in 3, 2, 1 und los. So, was habe ich denn hier geguckt? Schulz und Kelvin, ja gut. Wie fangen wir denn an? Wir könnten natürlich, wir gucken erstmal, ob es irgendwelche Brasilianer in der portugiesischen Liga gibt, die Silber sind. Das wäre vielleicht gar nicht mal so blöd zu wissen für den Anfang. Beziehungsweise allgemein irgendwelche Silberspieler da, das ist relativ wichtig. Lopez haben wir. Wir haben natürlich Talisca. Den können wir natürlich einbauen. Ich will eigentlich den Up einbauen. Aber naja, dann wir bleiben Silber und dann machen wir das mit. Habe ich da gerade richtig. Ah, Evandro. Oh, Perfect Link. Ah, hat der überhaupt einen Link zu dem? Ja, perfekt. Okay, dann nehmen wir Evandro. Das ist nice. Dann haben wir nämlich schon mal ein bisschen ausgesorgt für Kelvin. Ne? Schon mal ganz gut. Evandro, so, sieht auch solide aus eigentlich, ich meine, ist ein bisschen teurer, ist klar, wegen Kelvin, aber passt schon, hat keine guten Defensivwerte, das heißt, wir müssen defensiven Mittelfeldspieler jetzt noch organisieren, gut, das könnte relativ schwer werden, aber das kriegen wir schon irgendwie hin, ja, was machen wir als nächstes, Evandro braucht noch zwei Links, was nicht so gut ist, was doch gut ist, was sehr gut ist, was eigentlich richtig gut ist, und zwar nehmen wir dann Felipe, den 96er Philippe natürlich. Welcher ist denn das? Der? Nee. Natürlich den falschen genommen. Hammergeil. Aber den nehmen wir auf jeden Fall. Weil der gibt einen guten Link. Auch nicht so schnell, genauso schnell wie Schulz. Okay. Sané. Nehmen wir dann da quasi 96 Verteidigung hier mal komplett. Den guten Ach nee. Schwachsinn. Oh, wie gerne ich Sané eingebaut hätte, ne? Aber egal, wir nehmen einen aus der Bundesliga und der braucht einen, Strongling, oh, hier wird nicht noch links wasted, ein Strongling zum Rechtsverteidiger. Man könnte Wimmer und Olkowski nehmen, man könnte Klavan und Verhaag nehmen. Wir nehmen Klavan und Verhaag. Warum auch nicht? Ich mag Verhaag. So, wie teuer ist der Inform? Oh, zu teuer. Na egal. Nehmen wir halt die normale Karte. So, als nächstes brauchen wir einen Torwart aus der Bundesliga. Ja, das ist eine gute Frage. Wen gibt es denn da so Schönes? Man hätte natürlich auch ein.
hat der. Hm. Ah, nee, kann man nicht. Okay, alles klar. Ein Torwart aus der Bundesliga, der Silber ist. Vlachodimos ist ja leider in dem Teil nicht Silber, ist aber auch, glaube ich, kein Grieche hier. Kuhn Castells wäre möglich. Roman Bürki wäre möglich. Timo Horn ist nicht möglich wegen der Nation. Jastein ist nicht sonderlich gut. Ich tendiere ja fast zu Kuhn Castells. Kresic kenne ich gar nicht, aber der Perfect Link zu Jedweil, was ziemlich interessant ist. Castells ist ein Belgier, ist natürlich eigentlich ganz cool. Aber Bürki ist auch nicht schlecht. Capino ist aber der Beste. Capino ist der Beste von den Werten her. Und dann nehmen wir doch den mal gleich ins Team rein. Gut, dann brauchen wir jetzt noch einen brasilianischen zentralen Mittelfeldspieler. Ja, schon theoretisch, aber dann hat Felipe noch einen Link mehr. Wollen wir darauf scheißen? Wir scheißen, glaube ich, drauf. Ja, wir scheißen drauf. So, Anderson wäre möglich. Fällt mir zumindest spontan ein. Christian wäre auch möglich. Der hat 70 Defending immerhin schon mal, das ist gar nicht so schlecht. Ansonsten wirst du wahrscheinlich wenige finden. Alan Sinjo ist ein 5-Star-Skiller, aber leider Gottes mit wenig Defending, genauso wie alle anderen, die ich hier sehe. Ja, schauen wir lieber bei den Sechsern. Ob wir da was interessant haben. Natürlich, Alan haben wir. Maurizio. Ah, Terek Grozny ist ein bisschen blöd eigentlich. Weil die nur Ailton haben, der mir spontan einfällt und der ist halt auch Brasilianer. Christian. Packen wir mal auf Wars-Liste genauso wie Alan. Links von mir läuft übrigens Euroleague. Nicht irritieren lassen, wenn ich da mal rüber gucken sollte, spontan. Wenn da was passiert. Halt ihr euch natürlich auf dem Laufenden, auch wenn ihr es wahrscheinlich sowieso schon wisst. Juninho. Ja, Juninho wäre auch noch möglich. Okay. Dann nehmen wir jetzt mal einen Stürmer und zwar Silber. Und dann schauen wir mal nach, ob es einen der Super League von Fenerbahce gibt. Beziehungsweise reicht eigentlich auch ein Perfect Link. Einfach aus der Super League. Was haben wir denn da für Silberstürmer? Lefferty, Derdiok, die haben wahrscheinlich keinen Perfect Link einfach. Wellington hat wahrscheinlich auch keinen. Yildirim müsste einen haben bei Sivasspor. Das ist auch die Frage, ob er einen hat. Yatabare hat keinen bestimmt. Perbe hat auch bestimmt keinen. Majid Varis hat wahrscheinlich auch keinen. Bakambu hat auch keinen. Funes Mori hat wahrscheinlich auch eher keinen. Tojun. Gucken wir mal erstmal Silberlinker Flügelspieler. Vielleicht erstmal wichtiger. Dann wissen wir, in welchem Verein es welche gibt. Frei bei Beşiktaş. Theoretisch. Silberstürmer bei Fenerbahçe gab es jetzt nicht, ne? Nicht bei Ekijikijikispor hier. Fenerbahçe. Ne. Welche Ligen hatten wir noch? MLS? Nee. Was waren die anderen nochmal? Ach ja, Serie A. Serie A. Silberstürmer. Nene gibt es. Das ist aber nicht der Vertragslose, der jetzt gerade erst zu West Ham, glaube ich, gewechselt ist. Ach, Quatsch. Ich wollte Udine haben. Muriel natürlich, der ist scheiße teuer, was eigentlich komplett unnötig ist. Ist nicht, nee, Dybala ist da nicht, ne, nee. Brasilianer vielleicht. Es läuft so die Zeit davon, ne, es wird gleich piepsen. Ich höre es jetzt schon. Matos, hatten wir, glaube ich, schon mal, aber nehmen wir einfach mal. Hat die Fiorentina einen linken Flügelspieler? Ne, ja, das ist natürlich jetzt erstmal die Frage, ne. Sonst ist das vollkommen egal. Ja, wir hätten notfallsweise Anderson und Barreto. Guck mal bei der Fiorentina. Stimmt nicht. War ja klar. Ich versuche jetzt gerade irgendwie einen Ausweg zu finden. Ich habe einen Ausweg. Wir hatten ja die MLS. Gyasi Sardes nämlich. Spielt bei... Oh, Sevilla führt gegen Gladbach. Ja, so. Haben wir gleich halt auf dem Laufenden. Wo ist der denn? Ich brauche LA Galaxy, schnell. Ach, sowieso gleich vorbei, ich brauche mich gar nicht mehr beeilen. Schaffe ich eh nicht mehr in der Zeit. Gyasi Sardes, genau. Machen wir jetzt eben hier fertig. Linker Flügel. LA Galaxy ist nicht so wichtig. Er sollte halt in der amerikanischen Liga spielen und Amerikaner selber sein. Graham Susi wäre möglich. Würde ich fast schon sagen, fände ich gut, weil ich Susi mag. Beziehungsweise auch, weil ich Sporting Kansas City mag. Ist wahrscheinlich auch die einzige Option, die wir da haben.
USA. Scheint so zu sein. Schauen wir mal, linker Mittelfeldspieler. Geht echt nur Susi. Ne, wir haben natürlich auch noch Davis, der sehr langsam ist. Cher, der auch nicht gerade schnell ist. Pontius, der auch nicht schnell ist. Und Susi kann wenigstens schießen. War Davis nicht mal voll schnell? Ich weiß es nicht. Dann nehmen wir lieber Graham Susi. Das müsste schon passen. Linker Flügel, so. Zack. Muss ich mal irgendwas nachgucken, die Links nämlich. Juninho ist versorgt. Ja. Hilft mir auch nicht weiter, fällt mir gerade so auf. Vollkommen schwachsinnig, dass ich das nachguckt habe. Aber wir können Panda nehmen. Eine sehr langsame linke Seite, aber eine sehr schussstarke linke Seite. Oder wir nehmen irgendeinen Linksverteidiger von Sporting KC. Was auch noch möglich wäre. Nicht linker Flügel, linker Verteidiger. Linker Verteidiger. Zack. Muss nicht USA sein. Soll nicht USA sein. Gibt nur USA. Hammer. LA Galaxy vielleicht. Nö. Dann nehmen wir Panda und bis gleich. So, wir sind wieder zurück. Unser Team ist vollständig. 4 Nationen und 4 Ligen ist absolut scheiße. Ich musste sogar noch wechseln, weil Capino beziehungsweise hier Verhaag und Klar war natürlich nicht auf volle Chemie gekommen wären, weil Verhaag ja einen Dreifach-Link braucht. Und deswegen habe ich dann doch Jahrstein genommen im Endeffekt. Und hier Gabrielsen und Lindes hingestellt. Allgemein ein sehr komisches Team, aber in der Formation und mit Silberspielern ist immer relativ schwierig. Egal, wir haben unseren 5-Star-Skiller. Wir werden 5-Star skillen und suchen mal einen Gegner und bis gleich. Mit dem Elfmeter-Treffer von Balotelli haben wir einen Gegner gefunden und er hat ein Gold-Team. Ja, geil. Serie A, 4 Sterne. Ich habe gesehen, er hat 4 Sterne. Ich dachte, es wäre trotzdem vielleicht ein Silber-Team. Aber nein, wir haben nur 3. Aber er hat immerhin einen Silberspieler. Ich glaube, wir werden jetzt richtig den Arsch versohlt bekommen. Aber mal schauen. Da ist Evandro und der holt den Elfmeter raus. Es sind gerade mal 3 Minuten gespielt. Und zack, könnte es gleich 1-0 stehen. Gelb für Rajan Nainggolan. Kann man auch rot geben, aber gut. Von mir aus. Und wer wird denn schießen? Natürlich Kelvin, unser 5-Star-Skiller. Zumindest läuft der Jan und ich werde nicht das Risiko eingehen, hier irgendwie noch zu wechseln, den Schützen. Mal sehen, wo ich hinschieße. Das ist jetzt die große Frage. Er spielt übrigens gegen Porto-Trikots, wenn das mal kein schlechtes Omen ist. Gegen seine Mannschaftskollegen quasi. Wird er treffen? Jawohl, macht er rein. 1-0, 4 Minuten gespielt. Wunderbar. Unser 5-Star-Skiller direkt mal gestochen. Genauso, wie es haben wollte. Perfekt. Die Torhüter in diesem Spiel sind so toll. Die sind so gut. Ich halte mein Sarkasmus-Schild hoch für alle, die dies nicht verstanden. Sades mit dem 2-1 hat er sich gut durchgelackt, mehr oder weniger. Lakshu, was auch immer das damit zu tun hat. Wir kriegen gerade noch eine Situation gezeigt. Aus Villarreal. Ein Freistoß. Und er geht in die Mauer. Ihr habt es vielleicht noch gesehen, ich habe eben noch gemutet, aber der Gegner ist geragequittet. Keine Frage, warum? Weil er schlecht ist und weil er es nicht gebacken bekommen hat, gegen ein Silberteam zu gewinnen. Auch wenn er mehr Schüsse hatte, was irgendwie überraschend ist, weil ich eigentlich doch relativ drückend war. Aber gut, Celtic hat gerade John Guidetti, den ehemaligen City-Spieler oder City-Leihgabe, noch das 3-3 gemacht in der 90. Und damit verabschiede ich mich für diese Episode. Auf euch hat es gefallen, wenn ihr lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, wunderschönen Tag noch, haut rein und ciao.